Blondhörig. Die Lifestyle-Show mit den Genies unserer Zeit. Aus dem Globana Village. Von der Ladies Academy. Hier ist Diana Schell. Er ist da, der Rapper, der gleichzeitig Hipster ist und den nicht enden wollenden Barttrend eigentlich selber ins Leben gerufen hat. Hier ist MC Fitti. Na? Hey, schön dich zu sehen, ja. Setz dich. Darf ich einfach so Fitti sagen? Sag mal, ist das okay, Fitti? Meine Freundin nennt mich Fitti, darfst du mich Fitti nennen? Dann, besser als MC, hey MC. Na? Ja, das hört sich doof an, ne? Hey MC. Du, aber sag mal, schön, dass du da bist. Mhm. Wir sehen dir nicht in den Schritt, alles ist gut. Hast du keine Hose drunter? Nee. Ups. Ist doch dann Sommer. Müssen wir mal bitte die große Sommer, Klassiker. Sommer ist Campingzeit. Ja. Und Campingzeit halt, heißt immer unten ohne. Untenrum schon rüber. Hängen lassen. Ja, immer bauen ja. lassen. Ja, das, ich bin ja auch so ein Kind der 90er, ich kenne das auch so. Jo. Sehr angenehm. Mhm. Du sag mal, du müsstest dich ja eigentlich hier so ein bisschen wie zu Hause fühlen. Jetzt YouTube-Format, so ging es ja bei dir eigentlich mal los. Mit deinem YouTube-Video-Freestyle hast du da irgendwie was gerappt und ab dann ging es steil bergauf. War so, ne? Ja, das ging dann einfach immer so weiter, ne? Ich habe einfach irgendwas gemacht. Damals ja YouTube noch einfach so genutzt, um als Plattform, um Sachen hochzuladen, um es dann anzugucken, damit man nicht selber seinen Webserver irgendwie so groß vollmüllt. Sehr geil. Und ja, und dann hat sich das erst so entwickelt mit diesen ganzen YouTubern und sowas, dass das richtig professionell genutzt wurde. Ich habe da aber auch nie drauf geachtet, dass ich da eine Community aufbaue. Das war mir irgendwie, wusste ich nicht. Deswegen habe ich da jetzt nicht so. Die kam von alleine bei dir, ne? Aber du, lass uns gerne nachher wirklich nochmal in deine Karriere reingehen, weil das ist schon echt spektakulär und ich kenne keinen, wo das irgendwie vergleichbar so auf einmal durch die Decke gegangen ist. Ja? Aber was total geil ist, du hast ja gerade deine neue Single draußen. Wollen wir da mal reinhören? Ja, würde ich gerne machen. Kanonenkugel, die Geigenbucht, mit dem Schweinefleischkirchturm. Wenn ich dich auf dem Laufenden bringe, wenn ich darauf hinweise, mit dir klar zu kommen, anstelle der Anspielung sollte ich aber am Ende meine Absicht kennen. Ich brasilianisch, es wachs poetisch, so erbärmlich. Will mich um den heißen Brei rumreden. Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Das ist ja eine geile Idee. Ein Cover gemacht von denen? Ja, wie kam es jetzt eigentlich? Blatthautgang, ne? Ja. Also man hat es erkannt, nehme ich mal an. Ja, das ist so, Evil Jared ist ja ein Nachbar von mir. Ach Quatsch, ihr wohnt zusammen irgendwie. Also, ja, im gleichen Viertel. Mhm. Und ja, da ist man sich eh mal über den Weg gelaufen oder man hat zusammen getrunken abends. Ja. Und dann war ich im Studio und dann kam so die Idee auf, ey, ja, ein Cover könnte man ja nochmal wieder machen so. Alles klar, ja, und dann war irgendwie Blatthautgang nicht weit, weil Evil Jared ja auch in der Ecke wohnt. Und dann hat man geguckt, welchen Song, und dann war das auf einmal Fuck, ne? Ja, dann war es auf einmal Fuck. Und dann hatte ich den Salat, dann habe ich das übersetzt, ne? Über Google Translate, das erste Mal direkt in Google Translate gehauen. Ist ja ein 1:1 Google Translate Cover. Ich habe da ja gar nichts dran geschrieben und nichts. Und ich habe ja gar keine Rechte da dran. 1:1 Google Translator rein. Nichts nachgerichtet, gar nichts. Und ja, und dann habe ich dann, ja, als ich den Text dann da hatte, habe ich gedacht, jetzt habe ich den Salat. So einen Text habe ich noch nie gebracht und ja. Aber trotzdem cool, funny. Also wirklich, das ist so genial und einfach und einfach auf die 12. Also ich finde super toll. Easy, ne? Und Jared ist ja auch mit dem Video dabei und wie man gesehen hat, und Jared hat auch den Bass eingespielt. Cool, den Bass, das Bass? Den Bass. Die Bass eingespielt, weißt du wie? Und ja, hat auch ein bisschen reingeschautet im Song und so. Und das war cool, hat Spaß gemacht, mal mit so einer Legende auch was zusammen zu machen, ne? Naja, aber du bist ja auch eine Legende, ne? Und also das ist ein geiler Übergang, den du jetzt gebracht hast. Weil wirklich, wenn man mal so über dich ein bisschen was liest, das ist ja wahnsinnig spannend. Eigentlich hast du Elektriker gelernt, ja? Ja. Bis dann, warst du schon immer irgendwie Hip-Hop-Fan? Früher, ja. Ich habe früher, jetzt nicht mehr? Ach, schon lange nicht mehr. Aber warte mal, ich habe gelesen, du bist Beastie Boys Fan. Und da habe ich gedacht, wenn einer Beastie Boys Fan ist, entschuldige bitte, dann musst du mir, aber ich liebe ich bin auch. Noch Fan von diesen ganzen alten Sachen, die man so früher gehört hat, wo man mit aufgewachsen ist. Ne? Aber ich bin jetzt kein Konsument des neuen Hip-Hops oder irgendwie. Ah, okay. Oder dass spannend. Ich jetzt auf große Hip-Hop-Partys gehe. Also meine Playlisten sind natürlich voll mit den alten Sachen, B.I.G. und alle möglichen. Aber ich bin jetzt Hip-Hop, ich bin jetzt 20 Jahre in Berlin irgendwie und irgendwie gefühlt seitdem
höre ich auch keinen Hip-Hop mehr. Mhm. Aber hörst du deine Sachen eigentlich selber auch? Ja, ich muss die ja hören, damit ich die Texte lerne, aber ich kann immer so schwer auswendig lernen. Naja gut, man ich kann sich nicht auch der beste Deutsch einen Teleprompter irgendwie laufen lassen oder sowas. Das habe ich schon mal gemacht, erste Tour war das sogar, da hatte ich mein iPad mit und dann habe ich immer so mitgelesen. Also, ja. Aber das muss man auch können, ne? Dass das dann aussieht wie echt halt. Ja, ich habe natürlich sehr oft verkackt, aber das Leute, die auch zu meinen Konzerten kommen oder die mich auch kennen, die wissen ja auch, ich bin jetzt ja nicht der Musiker durch und durch und der damit aufgewachsen ist mit seiner Musikerfamilie, die alle schon tausend Instrumente gespielt haben, ist ja bei mir gar nicht so. Ey, du stapelst so tief. Ey, komm, jetzt wollen wir das mal wirklich sagen, ja. Ich meine, du bist ja wirklich, also bist dann irgendwann nach Berlin gegangen, ja. Hast erst hinter den Kulissen gearbeitet, sozusagen auch an den Kulissen, weil du tatsächlich auch Kulissen aufgebaut hast, im Tatort zum Beispiel. Ich habe hinten noch was repariert bei euren Kulissen. Da. Ja, das hast du super gemacht, da waren wir sehr dankbar. Die Wand steht wieder. Aber das ging ja 2012, glaube ich, so richtig durch die Decke. Mhm. Auf einmal warst du da. Mhm. Splash Festival, The Dome. Ich meine, das kam ja, du kamst ja wie Kai aus der Kiste irgendwie. Auf einmal warst du einfach überall. Mhm. Das ist ja unfassbar. Ja, das ging irgendwie dann von heute auf morgen so. Ich habe dann einen Anruf gekriegt. Jetzt geht's los irgendwie und dann ging's los. Mhm. Erster Auftritt war bei so einem Radiosender, bei Kiss FM. Und die hatten in der Max-Schmeling-Halle. Ja. Also das war der erste richtig große Auftritt so. In der Max-Schmeling-Halle haben die so einen Kiss-Cup gespielt, immer Fußball. Und ja, da stand ich dann auf einmal vor 15.000 Leuten und musste dann meinen Song 30 Grad da performen. Wie war's? Kannst du dich noch dran erinnern? Jetzt mal wirklich so gefühlt und so? Na, ich habe extra eine Hose angezogen mit dünnem Bund und so, damit das nicht unten rausfällt, wenn ich mir in die Hose scheiße. Oh mein Gott! Handwerker-Talk, ey. Ja. Und war natürlich sehr aufgeregt. Aber irgendwie war das so, ey komm, das muss jetzt gemacht werden, was ist los? Das ist ein Abschnitt von meinem Leben irgendwie, der fängt jetzt gerade an. Mal gucken, wie lange der geht, weiß man nicht so. Oder einfach wie lange ich da Bock drauf habe, gemacht. Und dann, ja, kann ich das. Und war das cool für dich? Hat sich das gut angefühlt? Ja, das war schon cool. Ja. Ich habe mir dann noch Hilfe geholt. Ich hatte da so Rollschuhe. Darfst auch gerne was trinken. Rollschuhfahrer habe ich dabei gehabt. Aha. Die sind dann da immer rumgefahren und da kamen Luftballons von der Decke und sowas. Ich habe mir schon so eine kleine Performance ausgedacht. Ne? Ja, das ist sehr geil. Und dann bin ich sogar noch mal ein paar Jahre später da aufgetreten. Und da haben wir dann live Tischtennis gespielt, während ich einen Song präsentiert habe. Also immer irgendwie auch ein bisschen anders, ne? Also du hast schon irgendwie so deinen Dreh gefunden, ne? Ja, ich habe immer keinen Bock, wenn ich irgendwas, das war immer mein Problem auch so ein bisschen, immer wenn ich irgendwas was kannte oder schon gesehen habe, gehört habe irgendwie, dann hatte ich da selber keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Ich wollte immer irgendwie was Eigenes machen, was von mir kommt direkt, ohne dass es irgendwo schon mal gesehen wurde, oder? Ja. Ja, also sehr spannend, wirklich. Mhm. Und wie fühlt es sich jetzt gerade so für dich an? Ich meine, eine Riesenzeit gehabt, die neue Single gerade wieder am Start. Bist du so im Flow drin oder gab es auch bei dir irgendwie erstmal so ein? Ja, so jetzt bin ich auf jeden Fall wieder im Flow drin. Jetzt habe ich ja schon ein paar Singles rausgehauen, Model habe ich ja rausgehauen, dann habe ich ja... Geiles Video übrigens, Kompliment. Ja. Ey, wo hast denn die ganzen Schnecken her? Das ist ja Wahnsinn. Ja, alles gecastet. Mussten die über die Besetzungscouch? So, ne? Ja, ja. Einfach mal ein Call und dann waren sie alle da. Nee, aber die waren sicher nicht günstig, oder? So wie die aussahen. Die waren voll teuer. Das hat alles Philipp Plein bezahlt. Und Gucci. Was? Die haben das alles bezahlt. Ich habe einfach das Material geklaut. Fertig. Das ist der Knaller. Ja, und dann habe ich ja den Song mit The Boss House zusammen gemacht. Ja. Wo The Girl Likes noch. Ja. Ne? Und da kam ich jetzt langsam wieder so rein. Jetzt die neue Single. Und das macht irgendwie wieder Spaß. Ich hatte... Schön. Zwischendurch natürlich jetzt nicht ganz so einen Bock da immer wieder pressuren. Ich habe ja seit 7 Jahren jetzt kein Album rausgebracht. Es kommt jetzt ja erst noch. Und da hatte ich auch gedacht, so, ich muss jetzt nicht immer rausballern, nur weil das irgendein Label. Ich bin jetzt zum Glück labelfrei. Oder was heißt zum Glück? Ich bin labelfrei und habe so ein bisschen nicht mehr diesen Druck und sowas und kann jetzt selber entscheiden und so. Ja. Und das war dann natürlich doch ganz schön viel zwischendurch. Und wovon hast du gelebt, wenn ich jetzt mal so eine ganz platte Frage stellen darf? Die letzten 7 Jahre? Ja. Also dein Erfolg? Ich habe immer gearbeitet, Musik gemacht, immer irgendwie, aber jetzt nicht so, ich muss jetzt jedes Event mitnehmen oder jeden krassen Promo irgendwie, sondern ich habe gedacht, so, okay, auf so einem Level fahren ist auch top, so kommt man sehr gut über die Runden. Cool. Und ich muss jetzt nicht überall die Fahne mal hochhalten und wedeln und an erster Front stehen. So konnte man auch mal andere Sachen wieder machen. Ja, sehr, sehr mal wieder Graffiti malen. Mein neues Album wird ja Graffiti heißen. Das hätte vielleicht nie Graffiti geheißen, wenn ich keine Zeit mehr gehabt hätte für mein Hobby. Du malst also immer, kann man da sagen malst? Nee, das sprühst, ne? Malen, ja. Oder sprühen? Sprayen? Malen, sprayen. Ja. Painten. Ja. Ja, cool. Verkaufst du eigentlich Sachen? Ich meine, das wäre jetzt auch nochmal eine Geschichte. Nee. Mach doch mal ein bisschen ein kleiner Verkaufer. Ach, keinen Bock drauf. Du, das ist
man muss nicht immer alles verkaufen. Ne? Mhm. Und wenn man es verkauft, dann hat man wieder so einen Druck und dann ist es nicht mehr der richtige Hobby irgendwie. Ja. Das finde ich ganz gut beim Graffiti. Man macht das. Außerdem jetzt, sag ich mal, so einen Güterzug verkaufen ist ja auch scheiße. Ne? Ja, oder du so eine passt Hauswand nicht so schön auf Tasche. Ne? Wohl wahr, ja. Ich meine, das Schöne ist ja, du hast ja inzwischen, ist es schon ein bisschen her, auch geheiratet, also du hast ja auch einen ganz romantischen Kern irgendwie, auch wenn du hier so total cool und so rüberkommst. Ich glaube, so ein kleiner Romantiker steckt doch in dir, oder ist es Wunschgedanke gerade von mir? Ja, ich bin auf jeden Fall, also mit mir kann man, glaube ich, auch Pferde stehlen und sowas. Ne? Mhm, mhm. Ja, also ich bin auch immer spontan für Sachen, ich mache immer ganz gerne Dinge, ja. Egal. Ich muss jetzt nicht immer den festgefahrenen Weg, oh, ich komme jetzt um 17 Uhr von der Kloppe, muss mich jetzt aufs Sofa setzen, weil dann kommt das Fußball und dann muss ich ein Bier trinken und immer das gleiche Bier. Aber klar, ich trinke immer Warsteiner, ne? Ja. Ich trinke immer das gleiche, das ist festgefahren. Immer, ja? Oh, immer, Mist. Immer. Das hätte immer. Man dann auch mal besorgen müssen. Ach, macht das. Aber ich meine, Waterdrop schmeckt ja auch, oder? Das ist ohne Zucker und so, Wasser? Wasser ohne Zucker. Mit leichtem Geschmack. Wasser ohne Zucker. Das ist toll, ne? Gibt's nur bei uns. Nee, aber ja, warte mal, noch was anderes. Gibt's deine Frau noch? Also ist die noch an deiner Seite? Man liest nichts darüber. Ich spreche darüber. Niente, nada. Spreche. Also du bist MC Fitti, Ende aus Feierabend, was Ende privat aus, ist. Aus die Maus gibt's hier. Gibt's nicht. Ja. Krass. Also das hast du auch gut geschafft, das so geheim zu halten. Also ja, es ist ja, MC Fit ist ja auch so eine leichte Kunstfigur. Ich habe ja noch einen normalen Namen und wir unterhalten uns ja auch normal so. Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das richtig trennen soll. Aber wenn ich jetzt als MC Fit hier stehe und dann... Aber Kompliment, so schützt du das natürlich total, ne? Ja, da weiß man nicht, wie ist jetzt der Beziehungsstatus? Ist er kompliziert? Ist er getrennt? Ist er verheiratet? Das weiß spielt man einfach keine Rolle. Spielt keine Rolle, ne? Pass mal auf, jetzt haben wir eine schöne Überraschung für dich. Also, du als. Schöne Überraschung, ey. Naja, nee, warte, das ist wirklich eine schöne Überraschung. Wir haben nachher noch eine mega Überraschung. Ich komme aus der Kiste aus dem Ding, ja. Aber jetzt, wir haben einen musikalischen Gast. Ich weiß, der wird dir gefallen, ja. Er ist so cool. Wir sind über den gestolpert und er ist ein Freund von einem Freund. Und dann hat sich herausgestellt, der ist in Nigeria, ist ja der große MTV-Star, läuft da hoch und runter. Ja. Bei uns noch so ein bisschen der Geheimtipp, wobei auf YouTube, das ist auch ganz spannend, tanzen alle Dancer irgendwie so seine Moves nach. Ja. Das auf TikTok ist mega und so, genial. Auch natürlich. Und wir haben ihn da. Achtung, hier kommt Too Tipsy mit Gentleman. Breakout music. It's Lagos Evil Boy. Danny, Augen, flackern wie Feuer, flackern wie Feuer. Hold up, can I get a minute? I wanna talk something that I really mean. Can I be your gentleman? Make I be your gentleman. Hold up, can I get a minute? I wanna talk something that I really mean. Can I be your gentleman? Make her be a gentleman. Oh my, oh my, oh my. You're the one I really, really like. Baby, let me spend some time with you. You know I like to spend good times with you. Oh, oh my, oh my, oh my. Girl, you got a really pretty eyes. I've never found someone like you. Baby, let me live my life for you. And if you can love me now, liebe mich später. Liebe mich später, meine Frau. That I really mean. Can I be a gentleman? Make I be a gentleman? Hold up, can I get a minute? I want to talk something that I really mean. Can I be a gentleman? Make I be a gentleman? I can do anything for company, as long as you choose to stay with me. I will show you love always. My love for you is real. I never will from the rounds. My love for you don't be worried. You're the only one, I swear on it. I will show you love that you never forget. Baby girl, vibe to this. You and I living in a paradise. Oh yeah, can you imagine? Oh yeah, you and I have an amazing thing. Te amo, te quiero conmigo. Soy más que un amigo. Soy más que un amigo. And if you can't love me now, leave me.
mind of crying for my heart. And if you can't love me now, and if you mich später, liebe mich später, meine Frau. Yeah. Can I get a minute? I want to talk something that I really mean. Can I be a gentleman? Make her be a gentleman. Can I be your gentleman? Make her be a gentleman. Gentleman, make her be your gentleman. Oh, oh. And if you can't love me now, liebe mich später, liebe mich später, meine Frau. Too tipsy, wow, wie geil. Sag mal, wo sieht man dich demnächst? Bist du irgendwo im Konzert oder so? Oh, ja, auf jeden Fall. Darf ich auf Englisch? Ja, you can do it. Yeah, definitely I'm working on a new project and a new song. Uh-huh. It's actually going to be really nice, featuring another German artist. So it's going to be in English and German. It's called Breathe. Breathe. Okay. Yeah. We will hear from you. Thank you very, very much. Too tipsy. Geile Nummer, ne? Aber du, da bin ich richtig jetzt gerade bei dir, Fitti. Gentleman, bist du ein Gentleman? Jetzt können wir noch mal ganz kurz privat werden. Ja, ich halte auf jeden Fall gerne die Tür auf, ne? Ehrlich, bist du noch so einer? Ja. Ach, super. Trag auch mal gerne den Einkauf. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Gib das bitte weiter, falls du Kinder hast. Wir wollen ja nicht darüber reden, hast du ja vorher gesagt, aber bitte weiter. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Das ja. Gehört, aber das gehört ja dazu, ne? Ja, aber weißt du, wie sehr das immer mehr nachlässt? Das ist, so, ist wirklich unfassbar. Mhm. So Tür aufhalten und so. Ja, weil sich alles so ein bisschen mehr mischt, so, ne? Es ist einfach... alle sind nur noch gleich, so zack. Und ja, jeder ist so sehr bei sich. Das geht schon fast in autistische Richtung, finde ich ja. Ja, ohne Mist. Jeder rechnet für sich alleine, ne? Ja. Aber lass uns noch ein bisschen privater werden. Ich habe ja vorhin so in der Ankündigung gesagt, derjenige, der den Vollbart-Trend eigentlich erst richtig ins Leben gerufen hat. Hast du eigentlich so eine Morgenroutine mit deinem Bart? Ja, ist auf jeden Fall der es als erst. Ja, ich habe ziemlich, genau, ich habe... Früher haben sie mich am Ostkreuz immer, haben sie mir schon Pfand hingestellt, weil sie gedacht haben, ich wäre Pfandsammler wirklich. Dann haben wir mal gesagt, rasier dich doch mal, das sieht ja aus wie Otze. Hm. Aber jetzt bin ich natürlich auch hier, guck mal, siehst du diese Welle immer hier? Das ist die Maskenwelle. Ey, jetzt hör auf. Tatsache. Ja, das hat sich jetzt durch, raus. Das müssen wir mal, sieht man das von der Seite eigentlich? Das, ja, das geht nicht mehr raus. Krass. Naja, aber ganz ehrlich, das sieht so, als wenn du da so eine kleine Welle reingelegt hast. Das ist ja auch total genial. Das ist die Maskenwelle. Hast du noch einen Special-Schwung da drin? Ja. Ja, ich habe Morgenroutine natürlich. Kämmen. Aha. Bisschen hier Wachs rein und hier Creme rein, so, damit da unten die Haut immer noch straff bleibt. Ne? In meinem Alter muss man das ja mal machen. Ne? Falls du ihn mal abnimmst und deinen Hals wieder sieht. Wie 40, ne? Da muss man auch schon mal ein bisschen Faltencreme und das Kinn schmieren. Ach ehrlich, machst du ja? Ja, also Creme, damit die Haut nicht trocken wird. Mhm. Ne? Gehst du zu so einem Barbershop oder sowas? Ja, ja. Ich habe so einen Kollegen, Robin. Hey Robin, wenn du das hier siehst, ne? Ich komme bald mal wieder vorbei. Die Welle muss rausgenommen werden. Die Welle muss entnommen werden hier. In die andere Richtung gelegt werden. Ja, ja, da gehe ich dann auch schon immer hin, ne? Alle so anderthalb Monate irgendwie, um mal ein bisschen hübscher zu machen. Jetzt lasse ich gerade wieder ein bisschen wachsen wegen... Ja. Man kennt mich ja eher mit großem Vollbart, so sage ich mal. Und so die letzte Corona-Zeit hatte ich eigentlich immer ziemlich kurz, so super kurz. Mhm. Fast Skinhead-mäßig, ja, untenrum. Voll nackig, ey, nackig. Mann. Keine Unterhose und kein Bart, sag ich mal. Ich sag's dir, ja. Mach doch mal so ein Tutorial, so auf YouTube, weißt du, das könnte ich mir bei dir echt gut vorstellen. So, was machst du so in der Morgenroutine mit deinem Bart? Ich denke, es geht durch die Decke, wenn du so ein Bart-Tutorial machst. Meinst du? Früher habe ich ja gar nichts gemacht. Früher habe ich einfach nur gekämmt und lass ihn, ne? Pass mal auf, ich weiß ja, du willst nicht drüber reden, aber wie...
war so dein Liebesleben bisher? Wie viele Frauen hattest du? Ich möchte einfach noch ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Wo bin ich hier gelandet? In Jana, wir wollen das wissen, weil man findet nichts über dich. Ist das so bei dir hier in deinem Glitzer-Outfit? Bei Blondhörig darf man gerne was verraten, was vielleicht bisher auch noch nirgendwo zu hören war. Nee, mal ganz ernsthaft, so mit Frauen und so, hast du da... Ja, ich habe super viele Frauen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, schon mein Leben lang immer. Ja. Vielleicht, weil ich auch so ein Gentleman bin. Na, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht auch, weil ich so gut kochen kann. Kannst du das, ja? Ich würde mittlerweile sagen, ja. Ja. Cool. Ich habe eigentlich so immer gekocht. Was kochst du so am liebsten? Spaghetti mit Ketchup. Dann bin ich auch eine super Köchin. Nee, also ich mache sehr gerne angedünstete Zwiebeln. Nee, alles Mögliche, also von bis, ne? Vom Braten bis... Vegetarisches. Alles. Aber das heißt auch, deine Familie, deine Frau, wenn sie dann oder da ist? Wenn oder wenn es da irgendwen gibt oder ja, nicht mehr gibt. Genau. Oder, ne, man weiß bekochst nicht mehr, du die durchaus? Ja, ich bin da. Toll. Ich bin sehr offen fürs Kochen. Mhm. Ich finde immer ganz gut noch von der Seite ein bisschen Inspiration. Was könnte man denn mal kochen so? Mhm. Oder worauf hat man Bock? Ich koche auch gerne für andere Leute, die sagen, ey, ich hätte jetzt Bock auf das und das. Und dann probiere ich mich auch neu aus und so. Aber eigentlich alles geht klar, ne? Liebesleben willst du ja nichts drüber sagen, aber vielleicht noch ein kleiner Versuch. Könntest du einen Tipp weitergeben, wie man Frauen gewinnt? Weil bei dir scheint ja alles so okay zu sein. Du, das weiß man nicht, ne? Also bei wem ist das alles okay, sag ich mal. Ne? Also, das nach außen sieht das immer okay aus, ne? Und was hinter den Kulissen ist, da kann ja ganz anderes sein. Aber ich glaube, ein Tipp ist erstmal grundsätzlich so bleiben, wie man ist und sich nicht verstellen und sowas. Ne? Mhm. Manche, ich kenne ja auch ein paar Kollegen, die verstellen sich vor Frauen immer ein bisschen anders und sind dann irgendwie auf einmal ganz anders. Ja, aber sowas hält ja dann nicht lange. Das hält ja dann nicht ewig. Ne? Ich glaube, erstmal so sein, wie man ist und wenn dann Probleme auftauchen, dann über diese Probleme sprechen, glaube ich. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Ne? Alles offen ansprechen. Ja. Und dann geht das auch irgendwann wieder. Aber ich bin jetzt auch nicht so die Granate da. Ne? Also, und wenn alle Stricke reißen, dann gibt es ja immer noch Psychologen, ne? Wohl wahr. Paartherapeuten, sehr gute übrigens. Ne, einen hatten wir bei Blondhörig, den besten schon zu Gast, Christian Hemschemeier. Also den grüßen wir mal sehr, sehr gerne. Das ist der Dating-Experte und der ist einfach super genial. Also wenn du mal irgendwie Probleme haben solltest, Liebeschip. Ja, das ist so sein. jetzt würde mich noch eins interessieren, wir hatten vorhin gehört, so richtig Hip-Hop hörst du gar nicht mehr musikalisch. Was hat dich denn geprägt musikalisch? Also musikalisch haben mich natürlich sehr so 80er, 90er geprägt. Ne? Ich bin ja 77 geboren, dann habe ich ja die ganzen 80er komplett mitgekriegt. Mhm. Und die 90er, ob das jetzt von Falco, sage ich mal, Nena, diesen ganzen Kram, all dieses ganze Neue Deutsche Welle, fand ich immer ganz, ganz fresh. Alten Rock, alten Metal. Metal auch, siehst du? Also schon breit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob man AC/DC ist ja Metal. Ja, ne, würde ich sagen. Also, Rock. Oder ja, Rock-Metal-Kram oder Metallica, wie das alles so. Ja. Das war die ganze Zeit. Oder dann ganzen Roses und so ein Kram. Ne? Aber dann auch gepaart mit Beastie Boys. Sehr geil. Und den alten Amis dann halt. Ne? Mhm. Und heute, gibt es heute irgendwas, wo du sagst, da bleibe ich am Ball, das höre ich wahnsinnig gerne. Was inspiriert dich heute noch? Mich inspirieren eigentlich immer noch so die alten Sachen. Nach wie vor, ja? Ja, ich ganz Neues kann ich mir schwer anhören. So. In der elektronischen Musikszene finde ich, da gibt es ein paar interessante Themen, die ich so gut finde. In diesem Disco-Vibe auch und sowas. Ja. Bei dem Hip-Hop, bin ich ganz ehrlich, komme ich nicht hinterher. Und diese Gangster-Rap-Geschichte ist auch gar nichts für dich, ne? Diese ganze Attitüde, die man da an den Tag legt und so. Ganz ehrlich nicht so, ne? Also, sag mal, hast du noch einen Traum so im Leben, wo du sagst, oh, das würde ich so gerne noch mal machen. Das möchte ich mir einfach erfüllen. Ob jetzt oder in 10, 20 Jahren. Also auf jeden Fall hätte ich gerne mal so ein eigenes Grundstück am Wasser natürlich. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Wow. Ja. Irgendwo oder aber irgendwie. Berliner Gegend, das ist natürlich traumhaft. Oder möchtest du dann ganz woanders hin vielleicht? Nee, dann schon Berliner Gegend. Aber Berliner Gegend, also Brandenburg ist jetzt ja auch schon mittlerweile Berlin. Hm. Ist ja auch alles voll. Aber so eine Laube oder so ein kleines Mini-Häuschen, wo man mal hinfahren kann und da machen kann, das wäre schon nochmal. Ich habe es immer nur genutzt von Freunden und so und selber nie drum gekümmert. Und deswegen wäre das mal was Feines, ne?
Das verstehe ich total und drücke dir die Daumen, dass es passt. Ja, du, pass auf, ich habe jetzt hier noch ein paar Zuschauerfragen. Ich kenne keine einzige, also was auch immer jetzt kommt, ich habe es nicht gefragt. Aber ich bin schwer gespannt. An dich natürlich. An mich jetzt Zuschauerfragen. Ja, weil wir haben unsere Community gefragt, was wollt ihr über MC Fitti gerne wissen? Und da will Marco aus Leipzig gerne wissen, was ist das Lustigste, das ein Gast bei dir zu Hause jemals gemacht hat? Also die lustigste Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich mal da so mit veranstaltet habe, war, ja, was dann auch der Gast natürlich dann lustig gemacht hat. Ich habe, wir haben eine große Party bei uns in der WG organisiert, dann waren da auch wieder 300 Leute oder noch mehr sogar, das war wir hatten so eine riesen 300 Quadratmeter WG. Ich habe eine Tupper-Party gegeben. Eine Tupper-Party? Ja, genau. Kam da jemand mit Tupperdosen? Da kam so eine Frau mit Tupperdosen und die hat gefragt, wie viele Gäste seid ihr? Ich so, ja, so 10 sind wir. Ja. Und ich und die Party, die ich dann nachgeschmissen habe, das war die Aftershow-Party von der Tupper-Party. Ne? Ja, geil. Also das heißt, wir saßen da erst am Anfang mit irgendwie knapp 50 bis 100 Leuten, so saßen wir da. Ich hatte richtig so ein Podium gebaut und wir saßen in so Stühlen und so. Genial. Und dann so, und was soll ich denn mal für euch machen? Mhm. Weil die bereiten ja mal was vor und zeigen ein Produkt, oh, ja, irgendwas mit Alkohol, sag ich. Ne? Dann haben wir da alle Baileys geshaked. Also, und dann hat sie aber auch mitgefeiert. Ne? Ja, sehr die ist dann gut. Da geblieben. Und ja. Coole Nummer, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich schon zweimal gemacht oder dreimal sogar. So eine Tupper-Party mit einer Aftershow-Party. Dann. Du, pass auf, aus Berlin. Jenny fragt, wie viel müsste man dir bieten, damit du beim Dschungelcamp mitmachst? Habe ich schon mal abgesagt. Ah, ja. Also never ever. Puh, du, keine Ahnung, ey. Wenn ich jetzt in ein paar Jahren, wenn man denkt, so, ja, okay, die paar hundert Scheine nehme ich da noch mit. So. Ja, dann. Aber generell, ich wüsste nicht, warum ich mich mit irgendwelchen Leuten, die ich vielleicht auch gar nicht mag, irgendwo treffe und da zusammen wohne oder zusammen hausen muss. Und ich bin eher so Good Vibes und ich habe Bock, mit Leuten rumzuhängen, die ich auch gerne mag und die mich auch mögen und nicht cool. Irgendwie so. Ja. René aus Berlin will wissen, in welchen Situationen gibt es dich mal ohne Mütze und ohne Brille? Das ist schwer, ich bin da so geboren, ne? MC Fitti so geboren, Alter. Sehr gut. Und Sandra aus Frankfurt fragt, du hast nur heute ein Privatjet. Wohin geht's? Ich bin ja schon mal Privatjet geflogen und da ging es dann zum nächsten Auftritt. Jetzt würde ich vielleicht so sagen, ich bin da kurz zur Ostsee. Ehrlich? Kurz zur Ostsee? Eine Runde schwimmen und wieder zurück. Ach geil. Aber das lohnt sich eigentlich gar nicht. Also das ist ach, ja nur, warum nicht? Na, der startet ja, der kommt ja gar nicht auf Höhe. Ne? Ja, dann würde ich jetzt mit dem Jet würde ich dann vielleicht irgendwo auf irgendeine Insel mal. Mhm. Müsste ich dann mal kurz gucken, googeln, wohin dann genau. Aber so ein weites Ziel habe ich doch nicht. Basti aus Berlin fragt, wie oft wirst du auf der Straße erkannt? Das ist unterschiedlich. Wenn ich natürlich tagsüber irgendwo bin, wo so ein bisschen Musikcharakter ist und ich so die Sonne scheint und dann laufe ich so rum, dann ist das schon öfter. Aber wenn ich jetzt so im Alltag, sage ich mal, wenn jeder zweite Berlin-Friedrichshain irgendwo oder Kreuzberg Vollbart hat und so aussieht, dann natürlich nicht so oft, weil da rechnet keiner mit. Also man kriegt aber immer mal so ein Ey, Fitti, ne? Oder Ey, ja, oder. Mal ein Selfie kurz machen? Nur mal ein Selfie kurz oder hier irgendwie so. Ja, also es hält sich relativ in Grenzen, weil ich laufe ja nicht immer total in hier. Ich bin da so, ne? Huhu, und habe noch fünf Leute. Du kamst ja auch hier noch ganz normal an. Ja. Ja. Also das war, ja, dich gibt es auch als Privatmensch. Gerade, ne? Ja, ne? Gerade vom Schwimmen komme. Jetzt kommt gleich der MacGyver aus dem Osten, Bernd aus Borna, wird uns Witze vorlesen. Und wer am trockensten bleibt, gewinnt. Also, dann kann ich auch noch. Dann umdrehen und hinsetzen. Wenn Chuck Norris beim Schwarzfahren erwischt wird, zahlt der Busfahrer die Strafe. Wie hört es sich an, wenn Chuck Norris angeln geht? Du, raus von. Chuck Norris, warte, nimm noch einen Schluck. Chuck Norris wurde letztens von der Polizei angehalten. Die Polizisten sind mit einer Verwarnung davongekommen. Als Chuck Norris geboren wurde, hat er die Nabelschnur selbst durchgerissen. Chuck Norris braucht einen Stunt-Double, aber nur in Szenen, in denen er weinen soll.
Es geht weiter. Chuck Norris hat einen Grizzlybär-Teppich. Der Bär lebt, hat bloß Angst, sich zu bewegen. Wenn Chuck Norris mit nassen Fingern an der Steckdose rumfummelt, kriegt das Kraftwerk einen Schlag. Manche erzählen sich, dass unter dem Bart von Chuck Norris kein Kinn ist, sondern eine dritte Faust. Chuck Norris hat keinen Schatten. Die Wand möchte nur so aussehen wie Chuck Norris. Chuck Norris ist vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bis jetzt nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Alter, es war schon schwer. Brennt dein Mund auch so? Oh, hör auf! Alter. Der Chuck Norris aus dem Außenland, aus Borna. Alter Schwede! Mega geil! Ey, also wirklich Wahnsinn. Alter, und ich muss ehrlich sagen, ist eh ein guter, ne? Aber du musst ja gar nicht lachen, sag mal. Boah, ich hab mich zusammengerissen. Ich hab mich konzentriert. Ey, Freunde, wenn es euch gefallen hat, liked die Show, ja, abonniert den Kanal Blondhörig. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. MC Fitti! Wow!